Leute, damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einem Spiel, was ich damals gespielt habe. Wenn ihr euch immer gefragt hattet, was war denn so mein erster Train-Simulator, dann kann ich euch sagen, Danger to Go war mein allererster Train-Simulator, den ich gespielt habe, damals auch auf der PlayStation 1. Wir spielen heute die letzte Version, die es hier gibt, auf der Wii, damals erschienen, 2006. Und ich will euch das Ganze mal ein bisschen näher bringen, ein bisschen zeigen. Ich kann es euch jetzt hier nicht eins zu eins übersetzen, denn diese Spiele, Danger to Go, haben es nie nach Deutschland geschafft. Also das heißt hier absolut japanisch alles, ein bisschen Englisch kann man noch lesen, hier wie zum Beispiel Push the Button. Und so ein bisschen kleinere Sachen kann man hier auf jeden Fall lesen. Aber sonst ist eigentlich so, alles, was man hier so lesen kann, alles auf Japanisch. Ich meine, klar, es gibt jetzt Apps, wo man sich das Ganze jetzt so ein bisschen übersetzen lassen kann. Denn solche Hieroglyphen kannst du ja zum Beispiel nicht einfach im Google Translator eintippen und dann sagt er dir, was da los ist. Sondern das geht alles so nicht. Und von daher muss man sich da so ein bisschen durchfummeln. Wir brauchen den Trailer jetzt nicht nochmal. Den hatten wir ja gerade. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir springen einfach mal rein und ich zeige euch mal, was Danger to Go eigentlich ist. Wie gesagt, ursprünglich läuft das Spiel auf der Wii. Ja, ist auch echt teuer, also so muss man auch echt viel Geld hinblättern. So, wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier einen Driving-Mode, wir haben hier einen Free-Food, Kids-Mode, Museum-Mode, Option-Mode und den Driving-Mode. Und ihr seht, ne, es ist halt alles noch ein bisschen englisch angehaucht hier. Aber das ändert sich, sobald wir jetzt hier nämlich hier drin sind, sehen wir jetzt nichts mehr, so im Englischen. Ja? Also das ist hier alles japanisch. Die Spiele sind auch echt teuer mittlerweile. Also Gott sei Dank konnte ich mir hier noch so ein paar Spiele damals noch in meinem An- und Verkauf noch so ein bisschen retten. Und wie gesagt, Danger to Go war damals auf der PlayStation 1 ein absolutes Highlight gewesen. Da gab es den Train Simulator von Microsoft noch gar nicht. Aber so, man hatte so schon so ein bisschen so das Gefühl, man möchte gerne das Spiel mal so an sich spielen, ja. Und von daher denke ich mir mal so, wäre vielleicht nochmal eine coole Sache, wenn ich euch das Ganze mal so ein bisschen zeige, wie das Ganze hier dementsprechend funktioniert. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf. Das Spiel gibt's für die PlayStation 1, für die PlayStation 2, für die PSP, glaube ich, gab's. Es gab sogar Game Boy Color Ableger, davon wusste ich gar nichts. Und es gibt's wohl auch jetzt, wie gesagt, also klar, für die Wii jetzt die letzte Version. Und da die Nummer am Grafik, ich glaube, am besten aussieht, dachte ich mir so, schauen wir uns das Ganze an. Wir gucken mal rein. Und lass uns hier am besten mal überraschen. Jetzt muss ich mal kurz mal hier rüberklicken. So, das ist hier unser Zug, den wir rechts haben. Also, man muss ja sowieso sagen, die Japaner, die haben einen Stil von Zügen, der ist ein bisschen abartig, aber nun gut, so ist es. Wir sehen jetzt auch unsere drei Haltestellen, also unsere Endpunkt und Zielpunkt sehen wir. Von 12 bis 12.07 Uhr geht das Ganze und bestätigen das Ganze und werden es einfach mal eine Runde drehen hier in Danger to Go. Wie gesagt, das soll einfach nur mal so eine kurze Vorführung sein, wie ihr das Ganze so seht. So, klar, jetzt befinden wir uns hier in so einem Tutorial-mäßig drin, der uns jetzt hier so ein bisschen was zeigt, was wir machen müssen. Wenn ihr das lesen könnt, umso besser. Ja, wir kriegen hier Punkte. Wenn wir so viele Punkte verloren haben, wird das Spiel beendet. Und so weiter und so fort. Da ist Abfahrt und Endzeit. Klar, hier haben wir unsere Sachen, wie zum Beispiel Beschleunigen. ATC noch mit dabei, genau. Das ATC ist praktisch, die Geschwindigkeitsbegrenzung einfach nur. Das System bremst dann automatisch dann ab. Wenn man zu schnell ist, dann seht ihr, ne, dann macht er abrupten Brems und dann fährt er halt wieder zurück auf die, unter die Zahl. Also praktisch, wenn jetzt die PCB anschlagen würde, um die Zwangsbremse zu haben, die hier das Ding, dass es einfach nur abbremst automatisch und dann wieder zurücksetzt. So. So, wir sollen uns jetzt hier sollen auf 1 und dann geht's los. Jetzt sind wir sogar auf 4 war das oder 5.
Unten rechts sehen wir zum Beispiel, wie gut wir fahren, gut oder schlecht halt, ne? Gerade wegen Abbremsen und alles sowas. Und links davon sehen wir eine Meteranzeige, die sagt uns, ja, dass in 10.000 Meter eine die nächste Haltestelle kommt oder aber eine Überprüfung halt einfach nur. So, wir dürfen 120, los geht's. Ja, wir dürfen nicht, ja, Tutorial halt. Aber das waren so diese Dinger, die wir früher gespielt haben. Gibt hier auch eine Möglichkeit, dass wir die Kamera wechseln können im späteren Spiel. Aber so im Tutorial ist man halt ein bisschen eingeschnitten. Ja, kannst natürlich dich frei bewegen jetzt und alles was. Kannst nicht das machen, was du willst sonst. So, und stellt euch wie gesagt das für die PlayStation vor. Ja, danke. Er zwingt mich hier praktisch selbst jetzt hier einfach weiterzufahren mit 4 km/h, mit 4. Naja, mal gucken. Ich glaube, die sind aber sowieso fortgeschrittener, die Japaner, mit ihren Strecken hier. Teilweise habe ich da letztens irgendwie ein Video gesehen, da ist ein Zug da mit 400, 500 km/h durchgerauscht. Und ich glaube, teilweise fahren die doch mittlerweile auch schon automatisch oder sowas. Ja, also wie gesagt, das sind so Spiele, die zocke ich gerne unterwegs. So ein Digital Go zum Beispiel auf der PSP. Ja, also das kann man sich auf jeden Fall mal so für eine halbe Stunde sich dann irgendwann mal hinsetzen. Bist du in der Arztpraxis, holst du Digital Go raus und dann ja, fährst du da ein, zwei Linien oder sowas. Also es funktioniert schon, es sieht auf den ersten Blick relativ wenig aus, aber die Strecken sind echt lang. Teilweise bist du da für eine Mission ja, schon so um die 20, 30 Minuten beschäftigt. So, wir sollen runter. Wobei ich hier wirklich sagen muss, also die Wii U-Version, also die Wii-Version, die sieht hier schon am schönsten aus von allen. So. So, wir haben Zeit gut gemacht. Oder nee. War nur 3 Sekunden halt langsamer gewesen als sonst. Deswegen war es noch grün. Also das wird auch alles in die Bewertung reinfließen, ja. Wie schnell wart ihr? Wie oft hat das ACC angeschlagen? Wie viel Zeit habt ihr zwischen den Strecken gut gemacht? Und alles was, das kommt alles in eine Punktebewertung. Damit bekommt ihr auf der PSP zumindest Geld. Und mit diesem Geld könnt ihr euch dann praktisch neue Strecken dann freikaufen. Wie gesagt, interessantes Spielprinzip, weil da kannst du nicht einfach alles fahren, wie du willst, sondern du musst halt dich erstmal zumindest einfummeln. Zumindest in das Spiel. Und was man hier sagen muss, ist, du kannst nicht gleich mit dem Hike entfahren, sondern du musst halt, ja,
hier in dem Falle wohl mit langsamem Content Vorliebe nehmen. Aber wie gesagt, finde ich vollkommen motiviert dann halt auch einfach nochmal eine Strecke nochmal zu fahren, wenn du dann halt merkst, so, oh, da könntest du vielleicht noch ein paar Sterne mehr holen. So, was gibt's hier? Achso, jetzt kommt hier eine Geschwindigkeitsreduzierung. Das ATC sagt jetzt 168, wir fahren 170 und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich dann abbremsen. So, was kommt denn jetzt während des Spiels jetzt hier noch? Muss natürlich ein bisschen langsamer werden. So, da sehen wir, ATC 275 kommt. Wir können jetzt aber immer noch so, jetzt haben wir hier auf 0 schalten und das sollen wir auf 1. So. So, 170. So, wir kommen wohl an unserem ersten Halt an. Sonst müssten wir jetzt nicht so langsam fahren. Aber so in etwa, wie gesagt, läuft also Danger de Gros. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, was wir so früher gespielt haben. So, fahren wir mal an unseren ersten Haltebahnhof ran. So, und dann haben wir das Tutorial zumindest hier schon mal abgeschlossen. Und dann könnt ihr mir ja gerne sagen, ob ihr davon mal mehr sehen möchtet. Ich habe das heute nur mal so als kleines, so als kleine Vorstellung einfach mal gezeigt, ja, wie, was wir so früher gespielt haben auf der PlayStation 1. Und ich habe das wirklich geliebt, ja. Obwohl ich damals halt noch nicht so wirklich alles verstanden hatte, wie das so wie zum Beispiel wie heute läuft. Also, es ist schon relativ simpel. Alles gehalten. So, haben wir jetzt noch 25 Sekunden, die wir jetzt hier noch schön langsam eintrudeln hier mit unserem Zug. Und ihr seht jetzt da unten 90, 80 Meter, 70 Meter. Und da gibt es auch noch einen kleinen Kniff. Ja, ihr müsst natürlich perfekt stehen. Gerade in Japan legen sie ja scheinbar großen Wert drauf. Das war wirklich perfekt gebremst. 3 Sekunden Verspätung, aber es ist immer noch im grünen Bereich. Also es ist alles in Ordnung. So läuft das Ganze. Das, ihr Lieben, ist Danger de Gros. Ja. Und das macht eigentlich schon richtig Laune, wenn du da dann erstmal so ein bisschen deine Zeit drin verlierst. Ja, dann kannst du da auch echt die Zeit lassen.
mir war es halt wirklich mal wichtig, euch mal zu zeigen, was unsere Eins so früher gespielt hat in, ja, zu PlayStation 1 Zeiten, wo es noch keinen Train Simulator oder sonstiges gab, ja, wo man sich halt einfach noch mit der Konsole hinsetzen musste. Wie gesagt, Danger de Gros war eines der ersten Spiele, also eines der ersten Zugsimulationen, die ich persönlich gespielt habe. Und Danger de Gros macht eigentlich hier alles richtig. Wie gesagt, außer dass es halt hier in Deutschland nie erschienen ist und man sich damit mit dem Japanisch jetzt ein bisschen auseinandersetzen musste und vielleicht da auch noch so ein bisschen viel Text noch nicht versteht. Aber das ist halt einfach so eine Sache, da musst du dich ja halt so ein bisschen durchfummeln, ja. Und dann klappt das Ganze eigentlich schon. Ja, wie gesagt, also mein Beitrag zu Danger de Gros. Wenn ihr, wie gesagt, mehr sehen wollt, nutzt die Kommentarfunktion. Würde mich brennend interessieren, ob ihr da noch ein bisschen mehr sehen wollt von. Wie gesagt, das war jetzt halt einfach das reine Tutorial gewesen. Aber hat einfach alles so gezeigt, was in dem Spiel so drinsteckt. Ja, es gibt ja noch verschiedene Züge und sonstiges und so fort. Dann, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, lasst ein Like da. Und wir sehen uns ja dann nächste Woche dann wieder. Morgen gibt's die News. Und dann schauen wir mal. Omsi ist auch mal wieder dran. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann dort wiedersehen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!